Immer mehr Unternehmen flüchten aus dem Land. Viele flüchten gar nicht so weit weg, sondern nur über die Grenze nach Polen. Zuletzt verließ Miele mit einem erheblichen Teil der Produktion unser Land und wechselte ebenfalls nach Polen. Ein wichtiger Grund, der immer wieder genannt wird von den Unternehmen, ist die überbordende Bürokratie und die hohen Energiekosten. Das sei alles in Polen wesentlich besser und günstiger. Manche erwähnen sogar noch den Fachkräftemangel. Da wundert man sich doch, wo doch so viele Neubürger kamen in den letzten Jahren und man uns erzählte, dass die alle top ausgebildet wären und diese Fachkräftelücke ohne weiteres schließen könnten. Dennoch, bei genauerer Betrachtung wird schon klar, dass es den Fachkräftemangel tatsächlich gibt und woher er kommt. Bis 2029 werden etwa 700.000 Ingenieure ihren Job altersbedingt an den Nagel hängen. Das ist noch die Babyboomer-Generation und nun rücken nicht genügend junge Leute nach. Unter die 10 begehrtesten Studiengänge, so schreibt Tichys Einblick, an unseren Hochschulen haben es 2022 gerade 3 sogenannte MINT-Fächer geschafft. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und zwar Informatik, Maschinenbau und Wirtschaftsinformatik. Der Branchenverband der Maschinen- und Anlagebauer befürchtet einen Nachwuchskollaps. Die Zahl der Erstsemester in Maschinenbau und Elektrotechnik sinkt stetig. Auf einen Wirtschaftsinformatiker kommen fast 2 Psychologiestudenten. Die werden im deutschen Mittelstand eben nicht oder kaum gebraucht und auch Absolventen aus dem Sozialwesen sind in der Wertschöpfung nicht wirklich gut einzugliedern. Aber immerhin haben auch diese Leute, diese Studenten, diese jungen Menschen etwas fertig studiert. Das ist in Zeiten von Ricarda Lang und Omid Nuripur ja schon ein bemerkenswertes Zeichen. Denn die beiden Vorsitzenden der Grünen Partei haben weder ein abgeschlossenes Studium noch eine Berufsausbildung. Das liefert natürlich auch nicht so günstige Informationen, denn dadurch könnte ja der Eindruck entstehen, du musst nichts können, du musst nichts wissen, du brauchst keine Ausbildung und kannst trotzdem gut verdienen als Abgeordneter und Mitglied der Grünen Partei. Nur auch für die wird's eng, wenn irgendwann die Wertschöpfung zusammenbricht. Zurück zu Polen. Immer mehr deutsche Marken werden also bald den Stempel Made in Poland tragen. Die Polen sind schlau und nutzen die Situation. Sie stellen die Migrationsprozesse für Firmen bereit und bekommen dadurch ihre eigene große Migration, die Industriemigration. Polen bekommt damit viel Industrie mit viel Erfahrung und viel Know-how, mit Patenten, mit Namen. Und das alles gratis über die Grenze geworfen. Bei uns hingegen steigen die Steuern, steigen die Energiekosten und es wird immer mehr gestreikt für weniger Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Wenn es so weitergeht, werden wir schon in wenigen Jahren Demonstrationen für die 20-Stunden-Woche bemerken von Menschen, die von 0 Stunden kommen, die keine Arbeitsplätze mehr haben und froh wären, wenn sie ein paar Stunden für ein bisschen Lohn noch arbeiten könnten. Im letzten Video bin ich auch darauf eingegangen, dass es Prognosen vom Empirica-Institut dahingehend gibt, dass die Mietpreise nicht mehr steigen werden. Im Großen und Ganzen natürlich gibt es immer regionale Ausnahmen und dass die Gefahr besteht, dass sie sinken werden. Nun, einige haben mir hier widersprochen. Ja, jeder wie er mag. Für mich ist die Sache aber klar, klar wie Kloßbrühe. Die Mieten werden mittelfristig nicht mehr weiter steigen und das Risiko auch eines Mietpreisverfalls ist hoch. Denn es ist ganz einfach so, wie eben hier beschrieben, immer mehr Betriebe wandern ab. Wer sind denn dann noch die Mieter von Wohnungen? Das sind letztlich Menschen, die auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind. Und da der Staat mit immer wertloserem Geld hier kreditmäßig unterstützen kann, mit kreditmäßig meine ich durch Aufnahme von Krediten, und ihm das irgendwann auch zu hoch wird, werden ganz einfach Mietpreisgrenzen kommen.
Wir hatten in den 20er Jahren schon die Situation, dass es Kündigungsverbote gab, also Vermieter durften den Mieter nicht mehr kündigen, auch wenn die die Miete nicht zahlen konnten. Das sind Dinge, die einfach auf uns zukommen werden, da wir ja mit großen Schritten in dieses sozialistische System vollkommen unproduktive, ideologische, grün-linke Irrsinnssystem hineinlaufen. Ob das noch zu stoppen ist, ist fraglich. Selbst bei einem Politikwechsel, der sich aber bundesweit nicht in ausreichender Größenordnung anbahnt, wäre es fraglich, ob kurzfristig hier noch das Ruder herumgerissen werden könnte. Deutschland hat aber viele Grenzen an viele verschiedene Länder. Polen ist ja schon genannt. Nun denken wir auch noch an Tschechien, an Österreich, an die Schweiz, an die Niederlande und so weiter. Wenn in den Nachbarländern die Wirtschaft läuft, weil immer mehr bisher erfolgreiche deutsche Unternehmen in die Nachbarländer gehen, dann werden dort ja Arbeitsplätze geschaffen und dann können zumindest die Vermieter, die in den Grenzregionen ihre Mietobjekte haben, davon noch ein bisschen profitieren, denn es wird dann Grenzpendler geben, die zum Arbeiten in die Nachbarländer gehen. Insofern wird vielleicht Frankfurt an der Oder ein Eldorado für Vermieter, für Immobilieninvestoren. Das Problem des wirtschaftlichen Zusammenbruchs scheint ja erkannt zu werden und deshalb will die EU umstellen auf eine Kriegswirtschaft. Das ist kein Geheimnis mehr, das wird offen kommuniziert. So schreibt die Welt: Operation Kriegswirtschaft, der spektakuläre Rüstungsplan der EU. Dafür hat die EU-Kommission umfassende Gesetzespläne für eine europäische Verteidigungsindustrie vorgestellt. Die Inhalte sind brisant, so schreibt Welt. So wird die Ukraine in Rüstungsfragen künftig wie ein Mitgliedsland behandelt. Kritiker fürchten eine Planwirtschaft, die vor allem Paris dient und der NATO schadet. Kann man mit dieser Kriegswirtschaft die Wirtschaft in der EU, vor allen Dingen in Deutschland, retten? Ich denke nicht, denn Kriegswirtschaft wird finanziert vom Staat. Übrigens gibt es da eine Menge von Auflagen mit Lieferkettengesetzen und so weiter. Man weiß gar nicht, wie viel der Gelder dann bei den zum Beispiel in Deutschland ansässigen Rüstungsfirmen tatsächlich ankommen. Aber die Rüstungsindustrie wird eben vom Staat finanziert und der Staat muss irgendwo sein Geld herbekommen. Und wenn die Wertschöpfung immer weiter brach liegt, bleibt nichts anderes als Verschuldung. Verschuldung in einem Euro, der dann immer mehr an Wert verliert. Das ist ganz typisch eben ein sozialistisches, planwirtschaftliches System, das über kurz oder lang scheitern wird. Es fragt sich nur, wie viel Schmerzen bis dahin erlitten werden müssen. Es schaut insgesamt sehr schlecht aus mit dem Wertewesten. Wenn man nur mal auf Boeing blickt, da ist es inzwischen schon zu einem Running Gag geworden. Jeden Tag erfahren wir über neue technische Probleme, über Schlampereien in dem Unternehmen. Also die Amerikaner haben offensichtlich enorme Schwierigkeiten, einen vernünftigen Flieger zu bauen. Aus unserem Land wandern die echten Fachkräfte ab, die paar wenigen, die es noch gibt. Soziologen und Sozialpädagogen werden bleiben und auf eine Stelle hoffen, die irgendwie staatlich finanziert ist. Wie gesagt, auch die Amerikaner haben hier enorme Probleme. Sie haben auch ein großes Problem mit ihren Chips. Damit meine ich nicht Kartoffelchips, sondern Computerchips. Die werden in großen Mengen in Taiwan produziert und China macht den Amerikanern ein bisschen Sorge, denn die spielen sich auf und lassen immer mal wieder verlautbaren, dass sie sich Taiwan einverleiben wollen. Deshalb hat sich Biden gedacht, soweit er dazu in der Lage ist, wir müssen die Chip-Industrie zurückholen in die USA. Wir basteln unsere Computerchips selber. Dafür haben die US-Amerikaner einen Chips and Science Act erlassen, der mit rund 280 Milliarden US-Dollar ausgestattet wird, damit Wissen, Forschung und Herstellung rund um die Chips wieder in den USA angesiedelt werden. So etwas Ähnliches wird bei uns ja auch gemacht, nur mit ein paar Euro weniger. In den USA bekommen diese Unternehmen dann auch noch erhebliche Steuererleichterungen dazu. Es regnet also Geld in dieser Branche. Nur berichtet die amerikanische Zeitung The Hill, dass
keiner diesen Dollars, diesen Milliarden Dollars hinterherrennt, dass sich kaum Unternehmen finden, die diese Dollars abrufen. Warum? Weil hinter diesen Dollars Regeln stecken, die für Unternehmen nicht akzeptabel sind. Dort stecken sogenannte DEI oder DEI-Anforderungen drin, die für Diversity, Equity, Inclusion stecken. Es steckt also das ganze Vogue-System drin. Und das wollen die Firmen nicht. Die verzichten lieber auf x Milliarden, als sich ihren Laden mit Vogue-Maßnahmen zu zerstören. Die US-Firmen bauen also nicht in den USA, sondern sie gehen nach Japan, auch nach Polen, nach Irland und nach Israel. Sie haben die Schnauze voll von links-woker Politik. Solange das nicht erkannt wird, dass woke Politik, dass grüne Politik, dass Energieverteuerungspolitik dazu führt, dass Unternehmen keine Lust mehr haben zu investieren, dass Unternehmen das Land verlassen, wird sich eben auch in unserem Land nichts zum Besseren wenden. Und wenn ich mir die Kriegstreiber anschaue, die momentan unser Parlament bevölkern, sehe ich mir da keinen Weg, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Nein, es wird unheimlich viel Energie investiert in den Krieg in der Ukraine, um ihn am Laufen zu halten, anstatt diese Energie einzusetzen, um diesen Krieg zu beenden. Ich habe am letzten Sonntag über die USA und Macron gesprochen. Die USA lassen die Ukraine ja sichtlich nun fallen. Schauen Sie nochmal rein ins Video, da habe ich es ausführlich beschrieben. Macron hingegen möchte Truppen, französische Truppen zunächst in die Ukraine schicken. Zunächst dachte man sich, der Widerstand in seinem eigenen Land ist enorm. Der ist tatsächlich enorm. Selbst das Militär hat ihm erklärt, wie aussichtslos das ist. Aber er beharrt nach wie vor darauf. Man fragt sich, was ist denn los mit diesem Mann? Warum beharrt er auf diesen Irrsinn? Putin hat sich ganz klar geäußert. Putin hat sich glasklar geäußert. Er hat gesagt, sobald französische Soldaten ukrainischen Boden betreten, auch wenn sie nicht direkt an die Front gehen, sondern nur ukrainische Soldaten entlasten wollen im Westen des Landes, damit die Ukrainer an der Front gegen die Russen kämpfen können, dann sind das einfach feindliche Soldaten, die von den Russen ins Visier genommen werden und als Feinde behandelt werden. Das ist ein Selbstmordkommando für seine Soldaten. Trotzdem beharrt er drauf. Na gut, er hat natürlich eine komplizierte Wesensstruktur. Was will man erwarten von jemandem, der seine Großmutter heiratet? Bitte sehen Sie es mir nach, aber so ganz normal scheint mir das doch nicht zu sein. Der offensichtlich auch ein bisschen andere Veranlagungen darüber hinaus noch hat, der schwer beleidigt ist und sich beleidigen lässt, nur weil ein Putin nicht das macht, was er sich vorstellte. Er verliert, beziehungsweise Frankreich verliert unter seiner Regierungszeit für Frankreich wichtige Staaten in Westafrika, nicht zuletzt nur Niger, sondern auch Mali, Burkina Faso. Alles das sind für die Franzosen durchaus wichtige Rohstofflieferanten gewesen. Die haben sich eben entschieden, sich anders zu orientieren, mehr Richtung Russland und China zu orientieren. Das nimmt er auch Putin übel und vergisst dabei, dass das Verhältnis Frankreichs zu den Ex-Kolonien in Afrika doch ein anderes ist als das Verhältnis Russlands zur Ukraine, denn die Ukraine war immerhin mehrere Jahrhunderte lang Teil Russlands. Also, da wird ein bisschen was durcheinander geworfen. Es ist aber außerordentlich gefährlich. Wir sehen ja auch inzwischen, dass die Ukrainer versuchen, nun ist ja auch Wahl in Russland und es ist ja der große, große Widersacher, die Opposition. Nawalny ist ja weg, denn Nawalny ist tot. Ja, da muss man die Wahlen eben irgendwie anders stören und deshalb versuchen Ukrainer immer wieder an der Grenze zu Russland Unruhe zu schaffen. Wenn man sich das anschaut, wenn man sich die Bilder anschaut, wenn ich mir die Informationen anschaue, die ich dazu erhalten habe, es ist fürchterlich. Das ist ein Fleischwolf für die Ukrainer, die da hineingegangen sind. Die letzte Information, die ich hatte, war, dass ukrainische Soldaten über die Grenze sind, sich auf den Weg gemacht haben, sobald die Russen das festgestellt haben, den Weg hinter den Ukrainern in der Ukraine vermint haben.
dann diese Truppen, die in Russland dann waren, komplett zerstört haben mit allem, was man hier auffahren konnte, mit Bomben, Raketen und so weiter. Und als die zurückflüchteten, mussten die feststellen, dass der Rückweg vermint ist. Und da hat es dann eben die Restlichen noch erwischt. Und der Nachschub war natürlich durch die verminten Felder auch unterbrochen. Also das ist der pure Wahnsinn. Man fragt sich, warum das gemacht wird, wer dahinter steckt. Macron spielt weiterhin mit dem Feuer. Und die gesamte EU, vor allen Dingen auch unser Land, spielt mit dem Feuer, denn man möchte ja nun eine Kriegswirtschaft betreiben. Das heißt, die Rüstungsunternehmen werden gepäppelt und es sollen Waffen und Munition verstärkt hergestellt werden. Das ist insofern hochriskant, weil Russland im Moment eine enorme militärtechnische Überlegenheit hat. Und es könnte ja sein, dass sich die Russen oder Putin, den man ja stellvertretend dafür immer wieder betrachtet, dass die sich sagen, wir haben noch diesen Vorteil im Moment, aber wenn jetzt die im Westen so loslegen und dann ihre Rüstungsindustrie so hochtreiben, dann verlieren wir vielleicht diesen großen Vorsprung und müssen wir uns überlegen, ob wir nicht diese Produktion unterbinden, indem wir dann vielleicht doch mal die eine oder andere Rakete in irgendein EU-Land schicken. Ja, also hier wird weiter gezündelt. Das ist eine äußerst schwierige, riskante, problematische Sache. Die Ukraine hat letztlich keine Hoffnung mehr, diesen Krieg zu gewinnen. In Europa, speziell in unserem Land, im Land des Leuchtfeuers der Demokratie, schaut es schlecht aus. Wir werden von unfähigsten Pappnasen regiert. Wir haben Kriegstreiber in der Regierung, denen man nur empfehlen kann, fliegt doch selbst in die Ukraine, geht an die Front und macht das, was ihr unbedingt von anderen erwartet. Und wenn ihr es überlebt und danach immer noch Lust auf Krieg habt, naja, dann führt die Diskussion wieder neu. Soweit so gut oder auch weniger gut. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, teilen Sie das Video. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.